Hallo. Oh. Au. Gott. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Schrottplatz-Simulator. Und jetzt habe ich eine Klemmluse. Toll. Oh Mann, ey, ich brauche echt neuen Ständer. Jedenfalls, schön, dass ihr wieder da seid. Ich werde mir jetzt erstmal bei Thomann hier was Vernünftiges bestellen, glaube ich. Zu einer weiteren Folge vom Schrottplatz-Simulator. So heißt das Ding, genau. Was habe ich das denn? Software-Simulator? Ich bin echt verwirrt, glaube ich. Schließ alle Prozesse zu 100% ab. Ich nehme an, guck mal hier oben, Renovierung 1 von 7, Suche 90%, Demontage 11. Ich nehme an, wir sollen wirklich alles, was hier irgendwie Schrott ist, abbauen und alles, was renovierungsfähig ist, dass wir das dann entsprechend nochmal heile machen. Wäre das möglich? Und deswegen würde ich einfach mal von meiner Stelle aus hier, aus meinem Noble-Chair, einfach mal sagen hier, wir hauen einfach mal alles raus, was nicht mehr drauf den Bäumen ist. Da wir hier diese ganzen Werte hochkriegen. Okay, das Ding können wir renovieren. Krass. Ja, die Sitze sind Schrott, das war mir klar. Da bleibt ja nichts von übrig von dem Karne. Ja, erst die Hupe ausbauen, dann den Rest. Oh, ernsthaft, jede Schraube einzeln? Das lieben wir in solchen Spielen. Vor allem, was ich interessant finde, das Auto ist nicht hochgebockt, ne? Ah, da kommen automatisch Steine geflogen. Verstehe. Da kriegen wir ganz schön Geld für, ne, wenn wir alles auseinandernehmen. Die Mühe soll ja auch belohnt werden. Versuche mich gerade so ein bisschen zu konzentrieren, damit das zügig geht hier. Und stelle dabei fest, dass mein Unterhaltungswert und dass ich da irgendwie rede, jetzt da gerade eingeschränkt war. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich habe natürlich dagegen die 10 Sekunden Gronkh-Regel verstoßen. Was ist jetzt los? Okay, geht's nicht weiter. Was haben wir denn hier noch? Ist das erst raus? Da muss das erst raus. Eigentlich, wenn wir jetzt so richtig schöner Schrottplatz wären, dann müssten wir jetzt diese ganzen Sachen irgendwie nach einem für niemand anderen nachvollziehbaren Ablagesystem irgendwo ablegen, ne? Das ist immer so ein Problem, wenn man so genau treffen muss, ne? Da haben wir schon fast die Hälfte.
die werden renoviert. Was haben wir denn da noch? Die Motorhaube kriegen wir die ab. Da fehlen die Scheibenwischer, ne? Kannst ja auch da neue Wischerblätter drauf machen. Na. Wo ist denn jetzt noch irgendwas? Soll man Dichtung abziehen oder was? Nee. Hä? Ah, doch. Hey. Ganz schön viele Teile an so einem Auto. Aber gut, wir kriegen ja Geld dafür. So. Schauen wir rüber. Ich sehe nichts. Rüber. Weg damit. Hallo. So, kann auch raus. Was haben wir denn hier? Den. Das ist das Praktische, wenn man das auf der einen Seite macht, dann weiß man direkt auf der anderen Seite, wie das funktioniert. Find's nicht. So, auf jeden Fall nicht mehr viel von Auto von dem übrig. ja. Jetzt wir sehen nur noch das ist das Barebone von übrig. Ist aber von der Darstellung ist gut gemacht, ne, muss man sagen. Dass man immer so ungefähr weiß, was man machen muss. Das ist hier irgendwo noch eine Achse drauf. Was muss denn hier als erstes weg? Da unten. Das Ding, dafür muss erst das Ding weg. Dafür muss erst das Ding weg. Also es ist schon sehr einfach runtergebrochen, ne, in diesem Spiel, aber... Da geht es auch, glaube ich, nicht so sehr darum, dass das jetzt hier so ein Autoreparaturwerkstattmanager ist. Aber sieht man auch wieder, wie Playway dann irgendwie unterschiedliche Produkte wieder remixt und daraus wieder was Neues macht. Das ist schon krass, ne? Und irgendwie auch ein bisschen frech, wenn du mich fragst. Ich weiß, du fragst mich nicht, aber ich sag's trotzdem mal einfach so. So, hier ist auch noch... Achso, dann machen wir erstmal hier die Felgen runter. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 24.000. Das heißt, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, hat bis jetzt 2.000 gebracht. Was mich so ein bisschen vor das Problem stellt, wenn wir es einfach nur verschrottet hätten. Ihr habt es gesehen. Geht schnell, Kran zweimal bewegen. Fertig. Geld da. So, das könnte bei so Min-Maxing-Spielern wie mir natürlich dann später mal zu Problemen führen, weil wenn ich einfach die ganze Map abfahren, alle Autos einsammeln, dann bin ich Level 10, hab das Spiel durchgespielt. 10 von 10 gerne wieder. Das sehe ich hier so ein bisschen als kleines Problem, wenn ich ehrlich bin. Wenn du mich fragst, ich weiß, das tust du nicht, aber das ist natürlich belastend, wenn man in hauptberuflich Consultant ist.
So. Wieso ging jetzt auf der Seite weg und hier nicht? Oh, was muss denn hier als erstes weg? Die Dinger. Da. Oh, ich muss mal so genau treffen hier. Mal. Von der Rückseite besser dran? Nee. Hallo, Ballo. Okay, der macht die dann aber alle weg, okay? Und die oberen? Ich meine, gut, wenn das jetzt bei jedem Auto gleich ist, dann lernt man das natürlich mit der Zeit, ne? So, jetzt muss er die rausmachen. Für die hier. Okay, für die Dinger kriegen wir 4 Euro, aber für so eine ganze Lampe, die wahrscheinlich noch funktioniert. Weil nur weil das Auto alt ist oder verrostet ist, heißt das ja nicht, dass die Frontscheinwerfer nicht mehr funktionieren oder so. So, das ist das und das ist jenes und ich hab da. So, damit der rausgeht, geht der raus. Damit der rausgeht, geht. So. Das muss renoviert werden. Das sah jetzt nicht so aus, als müsste das renoviert werden, ehrlich gesagt. So, Schrott. Was haben wir da noch? Hängt der Bembellose, kneift im Schritt die Hose. Muss ich einfach mal bei diesem Bembel, der da dran hängt, an den guten alten Hans-Joachim Kuhlenkampf denken. Wer kennt den nicht? Wer glaubte, dass Thomas Gottschalk ein Meister des Überziehens war, der irrt. Oder wie meine Oma damals immer sagte, ist ein Olaf Schwarterjüren. Oder zu Hochdeutsch, der redet viel. Olaf Schwarterjüren. Ist ein Olaf Schwarterjüren. So, langsam, aber sicher. Weiß ich nicht, wie wir da dran kommen. Das, der muss das weg. Das hier, damit das wegkommt, muss das weg. Damit das wegkommt, muss... Ich sehe nichts. Da oben irgendwas? Da sehe ich jedenfalls nichts. Da muss das weg. Damit das wegkommt, muss das weg. Damit das wegkommt... Kann höchstens da hinten irgendwas sein, oder? Oder da oben? Oder da? Da. Ah, das ist halt dieses Suchen. Das ist manchmal... Manchmal etwas zäh wie Cäsar. Und das F in Garderobe steht für Niveau. Was? Gut, Demontage 99%, Suche 90%. Wir haben also noch einen Teil nicht gefunden, was hier versteckt ist. Und irgendwas noch nicht demontiert. Ha. Was ist denn hier noch nicht demontiert?
Und was haben wir hier übersehen? Und wieso sind die Sitze wieder drin? Ah. Ja, nee, ist klar. Wir bauen das ganze Auto auseinander und es im Goldbarren. Und was der Wert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, an den Empfangsgeräten, seht ihr in der nächsten Folge. Und ich habe echt Lust, das weiterzuspielen, weil irgendwie ist es witzig. Auch wenn wir jetzt die ganze Zeit an einem Auto arbeiten, aber ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Würde ich mich sehr freuen. Damit sagt ihr YouTube, dass dieser Kanal irgendwie cool ist. Weil YouTube ist gegenwärtig anderer Meinung. Und ja, das wäre schön. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, wenn ihr das macht. Auch einen Kommentar schreiben und einen Daumen da lassen. Danke dafür. Macht's gut. Tschüss.